Ja, ich mache mir Gedanken, es laufen so viele Arschlochkinder da draußen rum. Ja? Und es ist, ich stelle mir immer die Frage, ab wann ist man reif, Vater zu werden? Ab wann ist man reif, Vater zu werden? Wenn man auf der Straße den Frauen zuerst auf den Bauch und dann auf die Brüste schaut? Hm? Muss ich eins dazu sagen, ich finde schwangere Frauen sexy. Hm? Schaut mich nicht so an, das ist ja pervers. Na, also wirklich, ich finde schwangere Frauen, schwangere? Ja? Na, Schwangere haben sowas, meine Frau, als die schwanger war, die war so, weißt du, so, die war so schön und die war so, wow, wir waren so glücklich in der Zeit. Muss man eines wissen, umgekehrt funktioniert es natürlich nicht. Eine hässliche wird auch schwanger, kein Schneewittchen. Ja, pass auf. Es muss man, also, schön saufen geht, schön ficken nicht, das muss man wissen. Das muss man wissen, nicht, dass sich wieder Leute beschweren, oh, jetzt habe ich alles da reingesteckt. Na, es ist, sind Schwangere hier? Schwangere? Irgendwo? Hm? Wie weit seid ihr denn? Seid ihr schon Ultraschallbilder rum? Ey, warum macht ihr so einen Scheiß, ha? Ultraschallbilder rumzeigen, es interessiert keine Sau, wirklich. Da kennt niemand was. Nur Eltern erkennen auf Ultraschallbildern heranwachsendes Leben. Alle anderen sehen dann Nachbilder vom Irakkrieg aus dem Fernsehen. Es ist. Ja. Ja. Aber trotzdem, die Frage: Ab wann ist man reif, Vater zu werden? Ich habe irgendwann angefangen, Teletubbies zu schauen, ohne Alkohol und Drogen, fand ich das super lustig. Und dann wusste ich, ab ins Zeugenprogramm. Ich dachte, das ist easy. Zwei wollen, drauflegen, passt schon. Nein, es ist nicht so einfach, ein Kind zu zeugen, auch wenn es dir in dieser Gesellschaft anders suggeriert wird. Schau mal ins Fernsehen. Hä? Da hockt dann immer so in den Nachmittagstalkshows, Mandy 15, Dustin 27. Gell, ich habe nur einmal gepoppt, dann war ich schwanger, die Alte. Nein, Entschuldigung. Wenn du das siehst im Fernsehen, dann glaubst du wirklich, der Heilige Geist persönlich als Biene Meier verkleidet, fliegt wahllos durch die Bevölkerung und bestäubt alles, was bei drei nicht im Aldi ist. Ich meine, hallo? Es ist nicht so einfach, ein Kind zu zeugen. Nur einmal im Monat, zwei Tage lang beim Eisprung. Ja? Und es gibt diese super Ansagen von deiner Frau dann so, Mikkel, Eggjump Time, jetzt, jetzt, jetzt. Das Ei springt, jetzt, jetzt. Der Termindruck tut uns Männern nicht gut. Weißt du, bei uns hat es eine Zeit lang gedauert. Wir haben irgendwie so mal so, gut, nachdem zwei Jahre wir so geübt haben und versucht haben, ein Kind zu machen, habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn nichts kommt, muss ich mal da unten einen Qualitätscheck machen. Beim Urologen. War da schon mal jemand? Männer? Okay, ich also der Einzige. Wieder mal, wie jeden Abend. Samenabgabe beim Urologen. Das ist das Entwürdigendste, was ich je in meinem ganzen Leben gemacht habe. Da kriegst du einen Becher und ein Heftchen. Herr Mittermeier, Zimmer 3. Und dann sitzt du da in so einem sterilen Zimmer. Alle da draußen wissen, was du da drin machst. Die Sprechstundenhilfe vor, extra laut. Herr Mittermeier, Ihr Becher für die Samenabgabe. Ja, super, danke, wunderbar, ganz toll, super, gerne. Ja, ja, ganz toll. Und du weißt, du kannst jetzt nicht mehr raus mit leerem Becher. Da stehen die alle spaliert, das ganze Wartezimmer. Loser, 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 loser. Ja, ich hab dann reingespuckt. Was ist das denn? Entschuldigung, hallo, dieses Heftchen, da ist ja nicht geil geworden, dieses Heftchen, das war so abgegriffen, ich habe schon gedacht, das war bei der Truppe in Afghanistan. Ein Pornomagazin von 1976, wenigstens waren die Frauen nackt, gut, kann man auch nicht sagen. Die hatten alle unten so einen Busch, du hast gar nicht gesehen, ob die was anhaben.
Aber es war Wahnsinn, weil ich habe ja dann, ich habe dann in der Praxis, die hat dann bei mir wieder angerufen, Woche später, Herr Mittermeier, der Doktor würde gerne mal persönlich noch mit Ihnen sprechen, der Herr Urologe. So, ja, Herr Doktor, wie schaut's aus und wie geht's meiner Zeugungsfähigkeit? Herr Mittermeier, Sie sind zu 100% zeugungsunfähig, aber wir haben da drin Reste von Wiener Schnitzel gefunden. Okay, das ist okay. Man muss sich vorbereiten, wenn ein Baby kommt, wenn das Baby, pass auf, an die Schwangere. Ein guter Tipp, man muss sich darauf vorbereiten, auf die Zukunft mit dem Kind. Guter Tipp, kauft so ein Babybody, steckt Arschlochkind drauf. Übrigens ein gutes Geschenk für Freunde, macht es wirklich. Kauft so ein Babybody, steckt Arschlochkind drauf, zieht es dem Kind an, dann macht ihr Fotos, dann macht ihr Filmchen und die könnt ihr weglegen. 14 Jahre später kommen die Kleinen irgendwann in die Pubertät. Und Pubertät, das ist ja so eine Zeit im Leben. Pubertät, das ist ja so wie ein Alkoholiker mit Waffenschein. Ne? So viele Möglichkeiten für zu wenig Gehirn. Und dann hast du Stress mit den Kleinen. Und dann kommt der Moment, wo du irgendwann diesen alten Film wieder rausziehst und dann sagst, du willst doch nicht, dass das hier auf YouTube erscheint.